Ihr geht von dem Marktflecken aus nur wenige Schritte über den Hügel, den Spuren folgend, die ihr mit Perjin und mit Kasim verfolgen könnt, auch wenn es einen halben Tag her ist, aber ihr könnt ihnen folgen. Um euch herum wird dann das Zirpen, das Schwirren, das Platschen, Quaken, Gurren, Glucksen des Sumpfes lauter und lauter, bis ihr von einem stetigen Geräusch begleitet werdet. Immer tiefer dringt ihr in das stinkende Gewässer ein, was euch wohl in Richtung der Dergel führt, aber vor allem die auskristallisierten Hufe werden euch den Weg weisen. Der Rest ist wohl nicht mehr im Sumpf zu finden, aber immer mal wieder Stellen, wo ihr ausweichen müsstet, die Pferde, die andere Wege genommen habt, die ihr dann leicht umgehen müsst. Immer wieder sinken eure Schuhe im wrackigen Wasser ein, in dem Matsch, in dem Morast, sodass ihr sie wieder hochziehen müsst, beziehungsweise anziehen, wenn sie euch dann selbst vom Fuß geglitten sind. So geht ihr nebeneinander, voreinander in beliebiger Reihenfolge, bis dann Geron vor sich eine Grasfläche sieht, die mit Schilf überwachsen ist. Gib mir mal eine Wildnislebenprobe. Alternativ nicht Seefahrt, sondern Skifahren. Sumpfkundig zählt. Wildnisleben. Bist du sumpfkundig? Nein, leider nicht. Ja, so gehst du voran und folgst den Spuren, wie ihr es jetzt die letzte Stunde bereits getan habt. Da sinkst du ein und steckst bis zur Hüfte in einem See aus Öl. Oh, das ging schnell. Wo ist der Boden hin? Geron. Es macht einmal Flatsch und Ich, der Rest kann anhalten. Geron, was tust du da? Hat jemand ein Seil? Ich streck mein Speer aus, naja, dass ich das dran ist halt eine festhalten kann. Frage. Also ich dachte jetzt, ich hatte das Gefühl, ich müsste baden. Meine Haut war so trocken. Ich wollte sie Ah. einölen. Nein, ich bin in ein Loch gefallen. Greif nach dem Speer. Ja, jetzt gib halt her, fuchtel nicht so rum. Ja, bevor du Ich in der fuchtel auch schmierigen nicht. Substanz versinkst, kannst du den Speer greifen und ziehst dich am Holzschaft nach oben. Allerdings, wenn du dich umblickst, kannst du erkennen, dass du diese ölige schwarze Substanz weiterhin in deiner Kleidung hast und die Schicht sich nicht abwaschen lässt. Sieht ja echt Meine widerlich aus. maßgeschneiderten Klamotten. Oh, das sieht ja aber eklig aus. Ihr dürft eine Vor allem die Alchemieprobe Farbe. würfeln. Chemie, du verlangst Sachen. Sumpfkundig zählt. Du hast gesagt, für Maraskankundig kriege ich einen von drei Punkten für Genau, einen Geländekunde. von drei Punkten, der dir auf die Alchemieprobe gut geschrieben wird. Der eine Punkt war wichtig. Geron als Feuermagier, es ist klar, der kleinste Funken reicht aus, um deine Hüfte zu verbrennen. Also quasi alles, bis zur Hüfte abwärts. Oh, es ist irgendwas sehr stark Flammbares. Und du brauchst Laugen, um dieses Öl abzuwaschen. Wasser würde hier nicht helfen. Hilft der Zauberschwamm Sappefaktor? Der würde helfen, natürlich. Dann wird natürlich von meiner Arroganz getrieben, dieses Meisterwerk an Schneiderkunst darf nicht verunstaltet werden, würde ich Bist du mich auch dann. eitel? Ich bin arrogant. Okay, ja, dann würde ich dir nicht als Erschwernis geben. Also Arroganz, natürlich, du bist der beste Feuermagier und es kann nicht sein, dass du jetzt auf Feuerzauber verzichtest. Aber wärst du eitel, dann würde ich ihn dir jetzt halt oben um deine Eitelkeit erschweren. So natürlich nicht. Ich reinige mich kurz. Wartet. Sapefakta Zauberschwamm. Ich lasse mir Zeit dabei. Und ja, Spielen die Sternchen sieben. eine Rolle? Ja. Was tut der Sappefaktor? Wie bitte? Was tut der Sappefaktor? Er reinigt die Klamotten. Mit drei Sternchen ist es wie wenn man es abklopft. Und 10 Sternchen ist fürstlich sauber. Fürstlich sauber. Und du hast dir Zeit gelassen? Genau, ich bin bei 7 Punkten. Ja, dann wird das wohl reichen, damit du nicht mehr in Flammen stehst, aber solltest du das Abenteuer überleben, musst du ein Badehaus aufsuchen, beziehungsweise nicht nur ein Badehaus, sondern eine Seifenmanufaktur oder sowas. Ich werde mich an Seife reiben. Kann nicht verstehen. Das,
Das heißt, wir könnten das mitnehmen und als Waffe verwenden, richtig? Haben wir Gefäße, die passend sind? Wir könnten unsere Wasserschläuche verwenden. Ich könnte euer Schwert hineinstecken. Ich denke, wir werden unter Wasser eher brauchen als dieses Zeug, dieses Schwarze. Den Dreck. Mein Schlafsack wurde darin gebadet oder zumindest eingetunkt. Wenn ich ihn gar untertauche, könnte ich vielleicht benutzen. Etwas im Köcher mitnehmen. In meinem Holzköcher. Aber dafür müsste ich dann meine Bolzen, die würden sich dann da dran einschmieren. Aber vielleicht ist das Ganze auch keine so gute Idee, weil wenn wir selbst Feuer abbekommen, dann, naja, nicht so toll wahrscheinlich. Ja, da habt ihr recht. Das könnte dazu führen, dass unser werter Herr Geron seine Magie nur partiell einsetzen kann. Ich stelle mir nicht vor, dass ich euch absichtlich in Brand stecken würde. Nein. Aber die Hitzeaura eines... Das ist nur einmal passiert und das war ein Versehen. Niemand hätte es gewusst, wenn ihr es nicht gesagt hättet. Weiter. Lassen wir es bitte hier. Und wir machen einen großen Bogen um diesen Tümpel da, würde ich vorschlagen. Gut, dass ihr die Wasser getestet habt, Giron. Ich nicke grinsend, leicht beschämt und... Lauf dann mit leicht gesenktem Kopf davon. Ich werd wieder hinter Geron gehen. Im Gänsemarsch da habe ich ein sehr gutes Gefühl, wenn Geron vorausgeht. Ja, Kasim schiebt sich jetzt vor Geron. Ich gehe voraus. Ich kenne mich ein wenig in der Wildnis aus. Ja, ich habe so wenig verlernt. Ich war mit einer sehr guten Wildnisführerin unterwegs. Sie hat uns vor nahezu allen Gefahren beschützt. Tja, ach, in was der würde ich... kenne ich mich auch ein bisschen aus. Was würde ich jetzt für seinen Eukolizaner mit seinem Viech geben? Ein was? Du, mit Plagt einer am besten nicht. Ja, so ein Maraskenführer, das wäre jetzt was. Ihr lauft mit riesigen, giftigen Spinnen durch die Gegend? Oh. Natürlich. Das seid ihr von Preis verlassen? Natürlich nicht. Und warum? Das sind halt die besten Führer. Die wissen halt, den Gefahren auszuweichen. Die spüren die Gefahr. Sie sind die Gefahr. Kasim geht los. Halt mich auf Kasim. Maraskana. Kasim, würfel mal bitte eine Tierkundeprobe. Tierkunde. Ja, sie ist natürlich erschwert, aber mit deiner Maraskan-Kunde ist es erleichtert um 1. Ja, schön, das sage ich immer nicht. Genau, dann mache ich jetzt einfach minus 1 und dann gucken wir, ob die maximale Wert ist. Ja. Maximale Schwert um 6. Du bist als erstes der Meinung, dass es sich dabei um einen Ameisenhügel handelt, aber als du näher kommst, kannst du erkennen, dass wohl die Oberfläche so ein bisschen brodelt wie ein Vulkan. Du darfst eine Ausweichprobe würfeln. Und sie ist erschwert um 4. Ausweichen ist auf dem Kampfbogen. Nein. Du erkennst es zwar noch rechtzeitig, versuchst dich unter dem Schlammvulkan abzuducken, da merkst du, wie dir der stinkende Schlamm willkürlich in einer kleinen Explosion entgegengespeit wird, gespien wird und du von einer dicken Schicht von Morast bedeckt wirst. Dein weißes Gewand ist mit Bröckchen besehen. Kasim guckt an sich runter. Ihr seht aber schrecklich aus. Danke für das Kompliment. Aber immer gerne, Bruder, Schwester. Komplimente sind immer toll. Da freut sich jeder drüber. Macht einen Bogen um den Schlammvulkan. Was ist das?
Da kommt Schlamm raus. Ehrlich. Ja, vermutlich. Seht ihr die Spuren überhaupt noch? Sind wir noch in der richtigen Richtung unterwegs? Sind wir noch? Spuren wollen wir eine Fährten suchen. Könnt ihr natürlich alle machen. Doppel 1. Ja, Perjin, die anderen haben wohl die Fährten verloren. Du weißt aber, wo sie sind und kannst die Führung übernehmen. Du bist der Einzige, der sie sieht. Ich werde mal vorauslaufen. Ich sehe ja, wo die hingelaufen sind. Und ich würde in den Spuren dem folgen. Hm. Du kannst einem kleinen Schwelbrand ausweichen, denn Gas tritt hier aus und kannst es so ein bisschen umgehen. Nicht ganz wie ein Schlammvulkan, sondern dann eben mit Feuer, was so ein bisschen vor sich hinköchelt. Kostet euch ein bisschen was an Tagesleistung, aber auch die Reiter haben das Ganze umgangen und einer weiteren sonderbaren Wolke aus, ja, so milchig weiß. Es brennt zwar nicht, klebt so ein bisschen in der Luft. Du weißt nicht genau, was das für eine Wesenheit ist, für ein Tier, für ein... Du weißt nicht genau, was das ist, sondern das könnt ihr so umgehen. Und dann die Spuren wieder aufnehmen, bis ihr dann... mittlerweile kann sich Trafigur ein bisschen nach vorne schieben und als Anführer dann noch einen kleinen blühenden Hain erreichen, der wohl von Travia da selbst geschickt worden ist, denn hier gibt es einige Sauerhäpfel und einige Blaubeersträuche, die euch willkommen heißen und ein köstliches Mahl bieten, denn euer Brot habt ihr abgegeben. Travia und Pereine zum Segen. Das ist ja merkwürdig. Mitten hier im Morast. Die Götter sind mit uns, denke ich. Die Götter sind natürlich mit uns. Aber hin und wieder segnen sie ihre Diener auch. Das ist ja eigentlich ganz schön hier. Ja. Meint ihr, das kann man einfach so essen, was hier so wächst? Also ein Apfel jetzt. Warum nicht? Ja, ihr könnt gerne mal eine Pflanzenkundeprobe würfeln, wenn ihr mögt. Ja, das wollte ich gerade fragen. Für Travigor würde ich sie gar um 3 erleichtern, weil er ja einfach Travia nicht geweihter ist, aber er gehört dem Ritterorden an. Geron erkennt es natürlich und auch Kasim, ja, das sind ganz normale Äpfel, also wer es sauer mag, der kann gerne zugreifen und auch die Baubeeren sind sicherlich genauso schmackhaft. Ein Zeichen der Göttin. Perjin sticht nach einem Apfel und nimmt den dann von seinem Speer runter und beißt genüsslich rein. Wer der Perjin könnte mir auch einen herunterholen. Also selbstverständlich, Bruder, Schwester, und ich stech dann gleich nochmal zu. Um den nächsten Apfel runterzuholen. Und überreich ihn denn. Ich danke. Diese Blaubeeren sind gar köstlich. Oh, tatsächlich, oh. Lass mich auch mal eine probieren. Es ist tatsächlich ein gesegneter Ort, so wie es scheint. Wollen wir kurz lagern, damit wir alle gemütlich essen können? Vortreffliche Idee. Yeah. Gut, dann würde ich doch mal mit dem Speer 3-4 Äpfel runterholen, so dass jeder einen Apfel bekommt. Ja, mit dem Speer überhaupt gar kein Problem. Und so könnt ihr es euch gemütlich machen. In der Nähe kann Perjin tatsächlich dann auch nach einigem Herumtasten auch eine kleine weitere Sumpfgasquelle finden, die allerdings nicht so hervorzuckt, wie das die letzte getan hat, sondern die sehr, sehr stetig und ruhig brennt, sodass man da dann sogar Äpfel ins Feuer halten könnte. Also perfekt zum Lagern geeignet. Kommt mal her, ich habe hier was Tolles gefunden. Ein natürliches Lagerfeuer. Und ich würde die anderen zu mir winken und mich dann da neben hinsetzen und mich erstmal ein kleines bisschen aufwärmen. Oh, nachdem Freunde, wir durch den Sumpf gegangen sind. Bei Travia, es gibt Bratapfel. Ein interessantes Phänomen, wodurch es wohl hervorgerufen wird. War das nicht ein bisschen der Zufall?
Kravier ist mit uns. Bruder, Schwester Geron, aber passt bitte auf. Nicht, dass ihr plötzlich in Flammen aufgeht. Ja, ich werde etwas Abstand halten. Ich denke, es gibt keinen Bratapfel für mich. Ich werde... Ich kann doch einen für dich machen. Einen Schritt hinter euch bleiben. Möchtet ihr einen Bratapfel? Ich würde ihn natürlich für euch machen. Sehr gerne. Dann würde ich halt den Apfel über die Flamme halten mit dem Speer und ein bisschen drehen. Und wenn ich der Meinung bin, dass er gut aussieht, dann würde ich ihn halt weiterreichen. Ah, dazu ein paar aranische Rosinen und eine süße Soße und ein paar Knödel. Ah, das wäre jetzt schön. Könnte man hier auch noch nach Wildausschau halten, oder? Klar, also wenn du jetzt nach Tieren spähen magst, kannst du natürlich eine Fallenstellenprobe. Ich muss gerade gucken, wie die Metatalente dazu aussehen. Fallenstellen ist, glaube ich, sogar ein normales Talent. Ja, Fallenstellen schon. Es gibt aber auch eine Anpirschjagd und eine... Ansitzjagd, danke, genau. Okay, das habe ich nicht. Wäre beides möglich. Eine Jagd dauert entweder eine Stunde oder, wenn ihr euch Zeit lasst, 2 Stunden. Das sind Metatalente, die ja rechnen sich aus diversen Talenten. Bündnisleben, Fallenstellen und dein Talent in Speere. Also du kannst einfach mal eine Bildnislebenprobe würfeln. Schauen wir mal nach. Kostet dich natürlich dann 1 Stunde. Wenn du es ordentlich machen willst, 2 Stunden. Und so wartest du 1 Stunde. Und möchtest du Schicksalspunkt benutzen? Hast du noch einen? Hab ich einen? Ich weiß es nicht. Normalerweise hast du einen. Wenn du den nicht benutzt hast. Dann würde ich gerne nutzen und dann einfach die Probe nochmal neu würfeln. Ja, ganze Probe. Die wird, glaube ich, berechnet aus irgendwie... verschiedene Talenten und dann geteilt, also dann... durch 5. Genau. Ich glaube, Sinnenschärfe ist auch noch drin. Ja, also dein Speerewert ist auch noch mit drin. Sinnenschärfe soll mir so passen und du kannst nach 1 Stunde mit... Ja, was findet man im Sumpf? Du hattest so ein bisschen geguckt. Ja, genau, du hattest so ein paar geguckt. Also du hast ein paar Egel gefunden, die sind natürlich nicht essbar. Und ein Krakenmolch, dem du ausgewichen bist, der in irgendeinem Loch saß, und dann hattest du, kurz bevor du aufgegeben hast, konntest du dann noch 2 Rotpüschel finden, die besonders schmackhaft aussehen und zwar so ein bisschen von Ungeziefer darben, aber die Flöhe werden dann sicherlich in diesem Morastfeuer werden die sicherlich dann auch tot gebraten. Ja, wie gesagt, dann würde ich mit strahlendem Gesicht und meiner Beute in der rechten Hand zu meinen Kameraden wieder zurücklaufen. Schaut mal, was ich gefunden habe. Die sind mir einfach so über den Weg gelaufen. Und da konntet ihr sie nicht im Wasser zurücklassen? Nee. Heißt das, wir rasten jetzt hier lange? Welche Tageszeit ist ungefähr? Also, wird es sich rentieren, schon hier Nachtlager zu machen? Nee, wir haben wohl Mitte des Tages. Also man kann noch einen halben Tag kann man wohl in Richtung Berge gehen. Gut, dann machen wir jetzt Mittagsrast. Ja, es hört sich doch super an. Und dann haben wir auch alle was zu essen. Vielleicht sollte Bruder Travigor ein Gebet sprechen, um Perrine zu danken für dieses üppige Mahl. Ein Gebet. Nun, wenn ihr mir den Vorzug lasst, euer Gnaden. Natürlich. Nicht zu verlegen. Travia. Sein Dank für Speis und Trank. Das war's. Mit einem improvisierten Spieß könnt ihr dann einige Kräuter noch suchen, die in die Hasen reinstopfen. Es gibt natürlich nicht wirklich viel an Gewürzen, aber Travigor kann dann, ja, es schmeckt mit einigen Wurzeln, mit einigen Pilzen wohl so. Gucken wir mal. Kochenprobe. Keine Sorge, ich bleib bei den Äpfeln. Irgendein Plus, Minus? Also nach Wege der Entdecker könnte ich dir jetzt saftige Erschwernisse geben. Das Tier muss selbst zerlegt werden. +3. Das Fleisch ist C. Ist es in dem Fall wohl nicht. Das Fleisch gehört zu einer dem Koch nicht bekannten Tiersorte. Wäre 1-7, aber einen Hasen kennst du. Du hast keine nennenswerten Kräuter und Gewürze, ist eine +3, aber mit einer Feuerstelle, die mangelhaft ist. Also es gibt hier zahlreiche Modifikatoren. Würfel einfach mal deine Kochenprobe.
Die ist schon so nicht geschafft. Ja. Ehrlich. Hast du einen Schicksalspunkt? Ich hätte einen Schicksalspunkt, ja. 19. Ja. Okay. Okay, okay, super. Na gut. Das tut man nicht alles für seine... Für seine Freunde. Machen wir doch nur 18 draus. Ja, sehr gut. Immer noch nicht geschafft. Immer noch nicht geschafft. Ja, das Fleisch schmeckt... Ist es nicht widerwärtig... Ob das jetzt an Travigor liegt, wahrscheinlich hat Pergin aber die falschen Hasen gefangen. Also schmackhaft ist es nicht, aber ihr könnt es halt... Es ist sättigend. Also die Äpfel sind gut. Ah, vorzüglich, vorzüglich. Auch nicht zu sehr gewürzt, muss ich selbst zugeben. Ja, gar nicht. Der Pilz ist sehr würzig, den ich da runtergemischt habe. Schmeckt dir eben aus? Bruder, Schwester Travigor gehört. Ist da so schwarz? Bruder. Ja, das gehört dazu. Das müsst ihr nicht unbedingt mitessen. Ihr müsst das alles nicht mitessen. Denke ich. Das wäre vielleicht das. Nehmt einen anderen Apfel. Ihr sagt, wie habt ihr ihn gefangen? Ist er vor Altersschwäche gestorben, dieses Tier? Ist recht zäh. Ja. Aber es ist sättigend. Das ist das Einzige, was zählt. Ich hätte hier nichts geschmeckt. Ich habe meinen Geschmackssinn auf Maraskan gelassen. Oh, bis jetzt klang Maraskan eigentlich sehr angenehm. Vor allen Dingen Pergim, der mir sehr angenehm hervorsticht. Mit seiner freundlichen, zuvorkommenden Art. Und da was finde ich denn Sinn, Schäfer? Körperlich. Platze. Kasim hat jetzt den Finger vor den Mund gelegt, schließt die Augen und scheint sich auf etwas zu konzentrieren. Zeigt dann Richtung Dreier, also Osten. Dort Erde. Und lachen, menschlich. Vielleicht betrunken. Ich höre es nicht, aber wir sollten uns kampfbereit machen, oder? Das sind sie doch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber dafür ist da was. Wenn du hörst, dass sie betrunken sind, vielleicht ist denn da ihr Lager und wir sollten uns erstmal anschleichen oder so. Vielleicht betrunken. Vielleicht einfach auch nur grobschlächtig. Vielleicht eine Drittelmeile höchstens. Hört ihr sie lauter werden? Kommt da was näher? So konzentrierst dich ein bisschen drauf? Nee, die werden entweder lagern oder sie kommen nicht näher, sie bleiben auf der Entfernung. Dann schüttelt er den Kopf. Nein. Vielleicht lagern sie wie wir. Typische Mittagsrastzeit. Also meint ihr, wir sollten die auskundschaften? Er nickt. Gut, dann würde ich probieren, dorthin zu schleichen. Aber hier ist doch noch so viel Essen übrig. Will denn keiner mehr? Packen wir es ein. Wir sollten erstmal die naheliegende Gefahr beseitigen. Meint ihr nicht, es wäre ungünstig, wenn sie durch unsere gefüllten Teller reiten. Also gut. Jetzt sagtet ihr, sind die weg. Ich nehme meinen Speer auf und würde, wie gesagt, in die Richtung schleichen. Ja, so könnt ihr euch allesamt langsam in die Richtung vortasten, die Kasim genannt hat. Ich möchte weit nach hinten. Ja. Nach ungefähr 200 Schritt könnt ihr vor euch zwischen den morastigen Bäumen hindurch erkennen, wie dort wohl eine Ruine steht, die nach oben ragt, direkt am Fluss. Der Dergel, der hier strömt und die restlichen Geräusche verwischt. Das dreckige Lachen von Menschen wird ihr wahrnehmen und ihr könnt an der Ruine erkennen, wie dort Pferde angebunden sind,
die dämonischen Zusatzbeine, die einfach daneben liegen, wohl eine Sattelkonstruktion, mehrere Schabracken, die daneben liegen und ja, Hälfte von Pferden, alles irgendwie nicht aufgereiht oder so etwas, sondern einfach nur dreckig daneben geworfen in den Matsch, in den Morast. Das Lager. Ich biete eine Dukate für den, der mir diese Sattel, so eine Sattelkonstruktion bringt. Die ist höchst spannend. Ich töte denjenigen, der jetzt dafür losgeht. Ich guck dich gerade. Perrin dreht sich um und guckt gerade noch, da er gerade loslaufen wollte. Wie viele sind das da unten? Könnt ihr auch später holen. Ja, hat ja Zeit. Kann man ungefähr ausmachen, wie viele das sind? Von den Pferden her 5, 6. Booten her? Wie viele Boote direkt sind da? Boote? 1, 2. Auf deiner Seite. Das ist direkt am Dergel. Direkt also am Dergel, die Ruine, okay. Die hier in das Moor, genau, übergeht. Okay, also hier ist wirklich großer Fluss und mit den Booten ist er vielleicht über den Dergel übergesetzt worden. Normalerweise unmöglich. Ja, Kasim weiß leider mehr. Vielleicht wollten sie mit den Booten über den Fluss. Ich denke, sie sind, also die meisten sind vielleicht schon über den Fluss. Vielleicht sind das nicht alle da unten. Wir sollten uns auf jeden Fall anschleichen. Ist dort eine Mauer, die einen verdeckt, wenn man näher geht? Also wenn man sich anschleicht? Also es ist eine Ruine und wenn du dich umguckst, du kannst sehen, dass es hier auf der anderen Seite gäbe es wohl den Eingang, denn auf dieser Seite, von der ihr kommt, gibt es keinen. Also irgendwo auf der anderen Seite muss sich ein Eingang befinden. Es gibt noch ein paar Fenster, durch die dann eben so ein bisschen ja, raues Lachen dringt, aber ihr könntet ohne Deckung, könntet ihr erstmal heranschleichen. Müsstet ihr euch überlegen, ob ihr entweder durch eines der Fenster späht, da müsstet ihr dann natürlich euch verbergen, oder aber ihr könntet dann einmal herumgehen und dann nach dem Eingang suchen. Also ich würde dann gerne mich anschleichen und dann Richtung 9, dann dort lang gehen, Richtung der 9. Hier ist noch ein Stockwerk drauf. Ja, also die Ruine, die Ruine führt dann wohl auch noch in einen zweiten und dritten Stock und verschwindet dann, also die ist sicherlich 4, 5 Stockwerke hoch. Und da gab es wohl auch mal sowas wie ein richtiges Türmchen oben drauf, das ist aber mittlerweile zerborsten, zerfallen, vor sicherlich langer Zeit.